Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Mozzalsa. So, in der letzten Folge hatten wir ja hier die Monsterfalle schon mal so ein bisschen angefangen zu automatisieren, in Anführungs... ich sag mal schaltbar machen. Haben wir hier auch mal die Pipes gemacht, damit das da einsortiert wird, was da rauskommt. Und noch einen epischen Schrecker gehabt mit einer Hexe, die hier rausgekommen ist. So. Wie würde ich jetzt gerne weitermachen? Ich gehe schon bewusst nach oben, denn... jetzt haben wir hier diese Inverted Light Blue Lamps, ist ja schön und gut. Aber die leuchten jetzt dauerhaft und die brauchen jetzt halt noch ein Signal. Und das würde ich jetzt gerne über RedNet Cable machen. Was sind RedNet Cable? Ist ein Redstone Kabel. Wird gesagt, aber es ist so. Kann man dann halt so machen oder so, aber so finde ich halt mit Plastic Sheets am besten. Rubber haben wir ja auch noch einiges, nehmen wir mal den Stack mit. So, schmeißen das Rubber da rein. So, ist jetzt natürlich sehr schön, dass es am Durchlaufen ist. In der Zeit gehe ich mal schnell schlafen, wie man hier sieht, wie Schuh ist auch gejoint. So. Und wisst ihr, was jetzt das Tolle ist? Ich unterbreche mal die Aufnahme, weil das mal wieder verkackt hat und ich muss halt ganz schnell auf die Toilette. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Entschuldige mal kurz die Unterbrechung. In der Zwischenzeit ist Anwalt der Esther gejoint. Hallo. Und die Vishu spielt dann auch gerade wieder Chuckloader. So. In der Zwischenzeit ist auch schon einiges an Gummi fertig. So. Geh du mal zu. Damit wir schon mal so ein bisschen an Raw Plastic bekommen. Brauchen wir 4 Stück, ne? Ja. Ich könnte in der Zwischenzeit mal die XP-Flaschen wegtun. Habe hier noch hier die Ender Chest, mein persönlicher Safe. Und dann könnte ich hier schon mal so ein bisschen Redstone vorbereiten. Das sollte reichen. Ja, erstmal einen Pulverizer schauen. Warten wir die noch ab. Dann hatten wir jetzt schon mal 12 Stück. Und könnten das erste RedNet Cable schon mal verlegen. So, jetzt haben wir schon mal 16 Stück. Ah, ich lasse über das Ruby Sword. So. Gut, hier ist nichts mehr gespawnt. Wie man sieht, das verbindet sich dann jetzt hier. Ein bisschen zu sehr, meiner Meinung nach. So. Na. Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern das das Ganze beeinflusst, wenn ich das jetzt hier so lassen würde. Aber ich will das hier einfach nur so durchgehend haben. Vielleicht ist das Ganze, wenn ich das so mache, auch ein bisschen leckreduzierender. Würde ich auf jeden Fall hoffen. So, dann weiter geht's. Brauchen wir neues RedNet Cable. Ich weiß nicht genau, wiefern sich die Soundqualität von mir jetzt seit der letzten Aufnahme verändert hat. Bitte sagt mir mal, ob das so jetzt besser ist. Und zwar habe ich vom Sigurin einen kleinen Tipp bekommen, dass ich einfach mal um mein
Mikro um die Aufnahmestelle mal ein Taschentuch umklemmen sollte. Würde ein guter Soundfilter sein in Bezug auf Einkommen der Scheintechnische Sounds, also Störgeräusche und so. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt besser ist. Ich kann es nicht genau sagen. Aber schreibt mir erstmal in die Kommentare, ob das so besser ist. So. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Dann hätten wir es jetzt auch schon fast geschafft. Korrigiere, dann haben wir es sogar schon geschafft. Jetzt gehen wir oben nochmal die Steine holen. Das waren zwei von denen, meine ich. Warte mal, Wonderful Neck. Und wir bräuchten noch einen Lever. Den machen wir dann mal schnell. So, gehen wir mal runter. Und das sind Detailed und ich habe hier die erlinkt. Okay. Gehen wir auf die Detailed wieder. Und dann packen wir hier den Schalter an. Jetzt leuchtet alles und wenn es sollte. Ich habe es ja gedacht, dass es jetzt schief geht. Ah, okay, gut zu wissen. Dann machen wir doch noch hier ein Kabel ran. Und dann hier die Verbindung. Und dann hier einen Detailed. So, dann sollte das hier schaltbar sein und die Monster sollten demnächst dann kommen. Oder erscheinen. Ich will jetzt echt hoffen, dass das so reicht. Irgendwie wollen sie nicht so richtig. Entweder brauchen die eine größere Spawnfläche oder ich bin ein Idiot. Ah, aber da sollte eigentlich... Ja, die sollten da draus bauen können. Machen wir nochmal gerade an. Irgendwas stimmt da ja wohl gerade nicht. Machen wir die mal hier gerade ab. Ja. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt klappt. Schalter um. Gut, dann ist da doch noch ein Problem. Habe ich die Diamond Dolly dabei? Jawohl. Dann schauen wir mal, ob es funktioniert, wenn wir die Spawner in die Luft setzen. Also einmal und zack. Zweimal und zack.
Und wir brauchen eine neue Diamond Dolly. Klappt das denn jetzt? Schon mal so. Ich verstehe es echt nicht gerade. Ich mache das jetzt mal so, stelle mich mal so ein paar Minuten in AFK hier hin. Beende dann mal die Folge hier ein bisschen vorzeitiger und würde sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft Modsets. Aber bis dahin, tschüss.